präsentiert vom Salzburger Lagerhaus. Kräuter in großer Vielfalt, bunt gemischt mit Gemüse und ein wenig Kunst aus Werfen. Das findet man hier im Fernsehgarten. Es geht um Kräuter. Herzlich willkommen bei Garteln in Salzburg. Und da gibt es zwei große Gruppen von Kräutern, nämlich die mediterranen Kräuter, die es ein bisschen trockener wollen, die ein bisschen durchlässiger den Boden haben wollen, wie zum Beispiel Oregano, der Thymian in den unterschiedlichsten Duftnoten, hier zum Beispiel ein Zitronenthymian, dann der Salbei und natürlich der beliebte Rosmarin. Der Rosmarin, der hat für mich den herrlichsten und kräftigsten Duft überhaupt. Und dann gibt es die große Gruppe der Küchenkräuter. Jene Kräuter, die mehr Nährstoffe brauchen, wie zum Beispiel der Schnittlauch. Der muss wirklich regelmäßig gedüngt werden, zum Beispiel mit so einem Biodünger, Kräuterbiodünger, Bornspänen, die man im Boden einarbeitet. Dann wächst er wirklich kräftig. Nicht zu viel abschneiden, nie mehr als 2/3, dann wächst er auch schnell wieder nach. Und dann gibt es die Minzen, die brauchen nicht nur Nährstoffe, sondern unbedingt auch Feuchtigkeit. Das ist die berühmte grüne Minze. Kennen Sie wahrscheinlich Hugo, den Cocktail mit diesem Minzblatt, den können Sie dann selbst herstellen. Das sind die Kräuter, die auf keinem Balkon und in keinem Garten fehlen sollten. Viel Spaß beim Garteln. Präsentiert vom Salzburger Lagerhaus.